Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer zweiten Runde. Wir haben im ersten Auftaktpanel die große Frage aus nationaler Perspektive, aus deutscher Perspektive betrachtet. Es war ein wenig eine deutsche Introspektion auch mit den Stichworten lahme Ente, multilateraler Aktivist. Und wir wollen jetzt die Debatte internationalisieren. Und ich freue mich sehr, dass wir für diese Debatte drei Gäste, jeweils aus Kanada, Brasilien und Frankreich, gewinnen konnten, die uns die Multilateralismusdebatte aus internationaler Perspektive nahebringen. In erster Linie auch wichtige Impulse geben, was für den nicht-deutschen Kontext Prioritäten sind in der neuen Multilateralismusdebatte, welche Vorstellungen damit einhergehen und insbesondere, welche Erwartungen an Deutschland herangetragen werden, wenn von einer Allianz für den Multilateralismus die Rede ist. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Debatte Michael Thumann als Moderator gewinnen konnten, den ich Ihnen kurz vorstelle. Die meisten von Ihnen als gebildete Zeitleserinnen und Leser kennen ihn bereits. Michael Thumann ist der diplomatische Korrespondent der Zeit. Er leitete sowohl das Moskau als auch das Istanbul-Büro der Zeit. Seine journalistischen Schwerpunkte sind neben der deutschen Außenpolitik der Mittlere Osten, die Türkei sowie Russland. Und vielen von Ihnen sind wahrscheinlich seine zahlreichen Artikel zur Krim-Krise geläufig, eine Krise, die er von 2014 bis 2015 in der Zeit umfassend behandelt hat. Herr Thumann, Sie haben das Wort und vielleicht eine Ankündigung. Diese Debatte wird hauptsächlich in Englisch stattfinden. Wer Übersetzungshilfen braucht, kann sich an unser Personal wenden und kriegt dann die entsprechenden Kopfhörer. Bitte sehr, Herr Thumann. Dankeschön. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Frühabenddiskussion und dem letzten Programmpunkt von heute. Nach dem wunderbaren Panel von heute Nachmittag wollen wir den Blick auf einige Aspekte noch etwas schärfen und gleichzeitig natürlich die Perspektive dehnen über Europa hinaus. Wir werden, Herr Franceschini hat es eben schon angedeutet, wir werden auf dem Panel Englisch sprechen. Sie haben alle Kopfhörer, nehme ich an, wenn Sie Kopfhörer haben möchten. Manchmal hilft das ja auch aus rein akustischen Gründen, besser zu verstehen. Und selbstverständlich können die Fragen, wie immer Sie wollen, auf Englisch oder auf Deutsch gestellt werden. Und ich selbst werde jetzt auf Englisch wechseln, damit wir uns hier auf dem Podium direkt untereinander unterhalten. Multilateralismus ist unter Attacke. Es ist eine der drei stärksten Militärmächte und Sicherheitsratsmitglieder Russland, China und die Vereinigten Staaten, die präferieren Unilateralität und bilaterale Deals im Gegensatz zum Multilateralismus. Aus einer europäischen Perspektive ist das beängstigend. Ein Berater des vormaligen Hochkommissars für Außenpolitik in der EU-Kommission, Vasily Tocci, sagte, dass internationale Institutionen hier in Gefahr sind. Und sie sagt, und ich möchte das zitieren, die EU wird Schwierigkeiten haben zu überleben in einer transaktionalen Welt, in der Unilateralismus und Bilateralismus zur Norm werden. Sie möchte, fördert auf, den Multilateralismus an allen Fronten zu verteidigen und fügt hinzu, wir können es uns nicht leisten, hier zu scheitern. Das ist ein dramatischer
Rahmen, in dem wir die Zukunft des Multilateralismus hier in diesem Raum diskutieren wollen. Fragend, was können wir machen, um den Multilateralismus zu verteidigen? Wie können wir möglicherweise eine Allianz für Multilateralismus schmieden und wie können wir das beschleunigen in den internationalen Beziehungen heute? Auf unserem Panel haben wir distinguierte Gäste, die da bestens in der Lage sind, dieses Thema zu diskutieren. Ich möchte mit Isabella Teixeira anfangen. Sie ist Co-Chair des Internationalen Resource Panels im UN Environment Program. Sie ist auch Beraterin in wirtschaftlichen und sozialen Fragen und sie war auch ehemalige Ministerin für Umwelt in Brasilien. Zu meiner Rechten Stéphane Dion, er ist Botschafter Kanadas in Deutschland und Sondergesandter Kanadas für die Europäische Union in Berlin. Zwischen 2015 und 2017 war er Außenminister Kanadas. Und auch zu meiner Linken hier Manuel Lafont-Rapnuy, der Leiter des Centre Analyse de Prévention de Strategie im Außenministerium in Paris. Er hat intensiv gearbeitet zum Thema Multilateralismus und er war auch Leiter des der Abteilung für politische Angelegenheiten der UN im Außenministerium der französischen. Ich denke, es macht Sinn, und erstmal die Sichtweise derjenigen anzuschauen, die die Zukunft der internationalen Beziehungen formen werden. Die triumphieren und sagen, der Multilateralismus wird kollabieren, die multilateralen Organisationen. Dann haben wir die US-Regierung, die viel gemacht hat, um zum Beispiel die WTO zu unterminieren, und teilweise auch die NATO. Man agiert gegen die EU-Verfahren, hat auch eine obstruktive Rolle in den Vereinten Nationen gespielt. Hier. Isabella Teixeira, meine erste Frage würde also an Sie gehen. Sind wir wieder in einer Welt des Bilateralismus, des unilateralistischen Aktionismus und der bilateralen Deals? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin eben erst aus Brasilien gekommen. Also die Batterie ist leer. Nach 12 Stunden Reisen versuche ich mein Bestes zu geben. Ja, aber sprechen Sie mich nicht auf meinen CO2-Fußabdruck an. Das erste Panel, da habe ich ja schon gehört, wenn wir von Multilateralismus sprechen, dann komme ich von einem Entwicklungsland, von einem Schwellenland. Brasilien war immer ein strategischer Player. Ich kommentiere nicht, was derzeit in Brasilien passiert. Ich hoffe, dass sich das ändern wird. Aber wir sind nach wie vor ein strategischer Player im Multilateralismus und wir sind auch in der bilateralen Kooperation ein strategischer Player. BRICS, Basel-Gruppe und so weiter, in verschiedenen Gruppen. Wir haben hier eine neue Dynamik. Wir müssen verstehen, was heute passiert, denn das basiert ja auf den Notwendigkeiten. Und wie können wir eine neue Narrative entwickeln für kurz- und langfristig? Und für ein entwickelndes Land, für ein Schwellenland, das ist ganz wichtig zu verstehen, wie ein Land wie Brasilien das verwenden kann, in der globalen Wirtschaft eine strategische Rolle zu spielen. Das müssen wir verstehen, denn ja, wir müssen uns global besser aufstellen. Das heißt, nationale Beziehungen gelten also dem Ziel, auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Und ich gebe Ihnen da ein paar Beispiele, ganz kurz. Wir haben ja China diskutiert. China und Brasilien haben traditionelle Zusammenarbeit schon über 30 Jahre. Bilaterale Beziehungen. Und eine traditionelle Zusammenarbeit mit den
Mit den Deutschen. Über, seit den 1960ern, also über 30 Jahre. Das heißt, wir müssen verstehen, wie der internationale Dialog genutzt werden kann für kritische Probleme, die es gibt. Die globalen Probleme sind so komplex. Und niemand kann diese Probleme alleine lösen. Aber wir müssen auch verstehen, was die Anforderungen sind, um die zu vermeiden, und das ist mein erster Punkt hier, dass eine neue Allianz auf Multilateralismus basierend nicht eine neue Form des Protektionismus für einige Länder dann genutzt wird. Das heißt, wir haben einen Übergang in der Welt. Wir müssen verstehen, die politischen Anforderungen, die sind heute unterschiedlicher und vielfältiger. Wir müssen auch verstehen, dass wir, was wir in den 90er hatten, basierend auf globalen Problemen wie Nachhaltigkeit, Menschenrechten, Gender, Städte, Bevölkerungswachstum. Das war eine Narrative der 1990er. Und dann hatten wir seit 2001, dem 11. September, hat man China im WTO, und das hat die Welt geändert. Das ist, und die müssen die Auswirkungen verstehen und wie die Schwellenländer sich da schlagen. Und wir brauchen neue Spieler im Raum, um auf Dialog basierend, wie wir Partnerschaften, Koalitionen multilateral entwickeln. Ja. Es gibt aber eben internationale Notwendigkeiten und eben multilaterale Bedingungen. Natürlich gibt es Probleme in diesem Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Wirtschaften, zum Beispiel die Umweltlasten. Sie sagen also, keine Rückkehr, hoffen Sie. Manuel Rapnui, sehen Sie das auch so? Oder sind Sie da eher pessimistischer? Die den Niedergang predigen, sagen, wir sind jetzt in dieser schrecklichen Welt des Multilateralismus wieder. Ich würde nicht sagen, Multilateralismus ist gut und Bilateralismus ist schlecht. Unilateralismus ist ja auch Teil der internationalen Beziehungen, und manches Völkerrecht beschreibt ja auch einseitige Akte von Ländern. Die Frage ist, wie definieren Sie das? Natürlich haben Sie Multilateralismus, Unilateralismus und Bilateralismus, und da haben wir eine Unausgewogenheit, und die ist problematisch. Und dann gibt es auch noch Leute, die, das ist nicht hilfreich, die informellen Multilateralismus bekämpfen. Die richtige Möglichkeit, die Dinge zu kombinieren, das Richtige ist, die Dinge zu kombinieren. Wenn Sie COP21 zum Klimaschutz erfolgreich machen wollen, dann kann man das nicht mit dem UN-Format. Dann braucht man auch das UN-Format mit den 196, und dann braucht man auch kleinere Formate, informellere Formate. Und die Frage ist, wie kriegt man diese kleineren Formate dann in den größeren institutionellen Bereich? Das heißt, ich bin nicht gegen das eine und gegen das andere. Da möchte ich auch nicht pessimistisch sein. Ja, es gibt eine Krise des Multilateralismus, und es ist ein Fehler zu denken, dass es nur um die derzeitige US-Administration hier geht. Es gibt mangelnden Appetit für internationale Kooperationen, für Mangel an Disziplin sozusagen, für das, was eigentlich eine nationale, internationale Kooperation braucht. Und das liegt an der Bevölkerung, an der Öffentlichkeit. Wenn Sie sich anschauen, wie manche Öffentlichkeiten reagieren auf den Global Compact zur Migration in Marrakesch reagiert haben, das war ein Ressentiment gegen die Idee, dass Dinge hier von Technokraten, von Diplomaten einem aufgedrückt werden. Ein Angriff auf die nationale Souveränität. Das heißt,
Wir haben hier Probleme, die dann in der Öffentlichkeit teilweise nicht gerne gesehen werden. Dann gibt es auch geopolitische Anstrengungen von einigen Mächten, internationale Zusammenarbeit zu unterhöhlen oder zu blockieren. Veto im Sicherheitsrat ist zum Beispiel ein Stichwort. Aber es gibt viele, zum Beispiel Blockade von der Benennung von Richtern für den WTO. Schiedsgericht, das ist eine Attacke auf die WTO und deren Schiedsgerichtsmechanismen. Und dann auch zum IPCCN. Die Attacken darauf ist, dem die diplomatische Basis zu entziehen für Verhandlungen auf der Basis allgemeiner Fakten. Man hat hier unterschiedliche Visionen allerdings auch, und das ist dann die dritte sozusagen Bereich, das sind die Chinesen zum Beispiel. Die machen dann auch sozusagen neben der UN auch andere Organisationen auf. Das heißt, wir haben drei größere Herausforderungen. Und das sind Dinge, Herausforderungen, die immer noch stärker geworden sind in letzter Zeit, denke ich. Ja, vielen Dank. Sie haben ja, glaube ich, schon zu Recht unterstrichen, dass es mangelnden Appetit gibt für Multilateralismus in vielen Ländern. Und es gibt da eine immer kritische Sicht auch. Stefan, ja, würden Sie das auch sagen? Würden Sie sagen, dass das auch der Fall ist in Kanada? Und wie kann Kanada als Nachbar der Vereinigten Staaten? Kanada versucht ja, bilaterale Beziehungen mit der US-Administration zu fördern. Und dann haben wir aber die Regierung, die auch sich einsetzt für Multilateralismus. Wie manövrieren Sie als Land in einer solchen schwierigen Situation? Entschuldigung, dass ich heute Abend auf Englisch statt Deutsch spreche. Mein Deutsch ist immer noch ein Work in Progress. We appreciate. Yeah, yeah, no. Thank you. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht an das goldene Ära des Multilateralismus erinnern. War in dieser Vergangenheit die Dinge leichter? War diese Ausgewogenheit zwischen den Nationalstaaten, Souveränität der Nationalstaaten ist die Basissystem und den Anstrengungen, die Menschen und die Länder zusammenzubringen, was die Definition von Multilateralismus ist, Zusammenarbeit zwischen Staaten auf der Basis internationaler Standards, sind kodifiziert in Rechtstexten, in Verträgen, in Konventionen, in Vereinbarungen, in Chartas und institutionalisiert in unterschiedlichsten internationalen Organisationen. Mehr als je heute entwickelt. Abdeckend alle Aktivitäten der Menschen. Und diese Institutionen funktionieren ziemlich gut. Und sie sagen uns, was wir tun sollen, aber wir hören nicht zu. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind nicht in der Lage, unsere Probleme mit dem Planet zu lösen, wenn wir nicht diesen internationalen Organisationen zuhören, zum Beispiel zum Thema Klimawandel. Wenn wir keine Weltcarbon-Tax einführen, dann wird es nicht klappen. Und das UN-Umweltprogramm, die Weltbank, IMF, Internationale Energieagentur, die haben das alle gesagt. Die haben alle gesagt, wir brauchen eine Kohlenstoffsteuer, eine globale. Und es ist im Artikel 6 der Vereinbarung, der Pariser Vereinbarung zum Thema Klimawandel, dass man das vereinbaren soll, verhandeln soll. Aber wir finden hier keine Lösung für einen CO2-Preis global. Die meisten Emissionen sind sozusagen kostenfrei im Moment, nach wie vor. Das heißt, von der Krise des Multilateralismus zu sprechen, ist es mehr eine Krise der Menschheit in ihrer Beziehung zum Planet. Und da müssen wir ran. Wir müssen diesen Appetit entwickeln. Wir brauchen
Und ich komme ja aus einem Land, das stark gewesen ist beim Aufbau dieser Institution. Wir müssen diese Institution verbessern. Und trotz einiger Erklärungen von einiger Politiker überleben diese Institutionen nach wie vor ganz gut. Natürlich gibt es Schwierigkeiten hier mit dem Appellationskorps. Aber die USA sind immer noch Teil in den Panels. Und die haben super Experten dort, die helfen, die Dinge am Laufen zu lassen. Ja? NATO hat mehr Geld als immer, mehr Mitglieder als je zuvor und mehr US-Truppen auf europäischem Boden als früher. Das heißt, ich sage nicht, dass die Institutionen in einer guten Form sind. Wir müssen uns um sie kümmern. Deswegen will ja Kanada auch diesen Multilateralismus-Allianz. Aber die Probleme sind, dass wir nicht das machen, was diese Institutionen uns sagen, was wir tun sollen. Ja. Wir sind ja eigentlich auch schon zum Kern des Problems gekommen. In dieser Kernfrage. Sie haben das genannt, die Krise in den Beziehungen zwischen Mensch und Natur. Und das ist tatsächlich die große Frage. Das heißt, wie bekämpfen wir diese menschgemachten Ursachen des Klimawandels? Und wenn multilaterale Organisationen unterminiert werden. Und da komme ich zu dem, was Sie ja schon eben erwähnt haben. Ja, es gibt da eine Realität beidens. Wir haben bilaterale, unilaterale Aktionen und multilaterale Beziehungen. Ja. Aber wie kriegen wir diese verschiedenen Trends unter einen Hut, wenn wir vor diesen gigantischen Herausforderungen stehen? Wie können wir diese Probleme, die da vor uns stehen, insbesondere den Klimawandel, lösen? Wenn wir wieder zurückfallen auf bilaterale und multilaterale Kanäle, können wir bilateral den Klimawandel in den Griff bekommen? Also eine der wichtigsten Sachen in der Pariser Vereinbarung, Pariser Abkommen, da kann ich mich erinnern, als wir die Debatte begannen 2011 nach 2009 Kopenhagen. Das war ja ein Fehlschlag. Und dann auch Cancun 2010. Und dann kamen wir nach Durban 2011. Und da wurde eine Geschichte erzählt, also ich kann das gerne hier nochmal wiederholen, das war zwar privat eigentlich, aber im Internet gibt es das da nicht mehr. Also ich weiß, da kam ich an in Durban und es gab eine Sitzung zwischen den BRIC-Staaten, also Brasilien, Indien ohne Russland und China da ging es darum, wie wir uns da verhalten würden in der Konferenz. Danach hatten wir eine bilaterale Sitzung mit der chinesischen Delegation und nach dieser Sitzung, also da haben wir uns hingesetzt mit dem Mittagessen mit zwei Botschaftern, dann habe ich meinen Präsidenten angerufen und aufgrund der Zeitunterschiede war sie noch am Schlafen und da haben wir uns entschieden, die brasilianische Position zu ändern. Und nach dem Redner in der Eröffnung der Konferenz haben wir gesagt, Brasilien will vorschlagen, eine neue Vereinbarung zu haben. Also, dass eine Vereinbarung nur erzielt werden könne mit allen Ländern. Und da haben alle applaudiert und die Kommission zu Klimawandel hat sich gewundert, ja, was ist hier passiert, lass uns das machen. Und das kann passieren,
wenn man ein gemeinsames Verständnis davon hat, wie die Interessen sind, also zwischen Brasilien und China, das konnte man dann erweitern. Also das ist eine Geschichte, die andere Geschichte, wie Sie erwähnten, wie kann man das managen? Also wenn man darüber spricht, wie man Klimawandel angehen kann, dann ist es wichtig, also dass man sich nicht nur auf die historischen Emissionen bezieht, also seit der industriellen Revolution, sondern auch hier in diesem Jahrhundert haben wir natürlich die aufkommenden Wirtschaften China und die sind verantwortlich für 45% der globalen Emissionen und Brasilien, ein Land, das historisch 3% der globalen Emissionen ausstößt, aber wir sind ja Teil von 10 Ländern, die verantwortlich sind für die Emissionen aufgrund der Abholzung. Also 9% davon sind illegale Aktivitäten und das ist ein Umweltproblem. Das ist nicht aufgrund der Landwirtschaft oder industriellen Bedürfnissen. Also, und auf der anderen Seite haben wir die Energiebedürfnisse und die Energieemissionen, da sind es 33%, also im globalen Durchschnitt sind es 40%. Also, wir können hier Entscheidungen treffen, also wo wir alle Technologien zur Verfügung haben, um diese Emissionen besser zu managen. Und Brasilien hat jahrelang auch darüber berichtet und heute sind wir einer der größten Nahrungsmittelproduzenten und wir sind eines der Länder, das die globale Nahrungsmittelsicherheit garantieren kann. Und in der Vergangenheit, was da passiert ist, was kann ich da lernen, welches Narrativ kann ich für die Zukunft bestimmen? Für die nächsten 40 Jahre, nicht für die letzten 40 Jahre. Also dass wir die Natur auch wieder rekulturieren können. Und heute, wenn wir die Ambitionen haben in Bezug auf Klimawandel, wenn wir da nicht in der Lage sind, die Pariser Klimaziele zu implementieren. Wir haben damit begonnen, aber um das zu machen, müssen wir die Akteure in den Raum bringen, die für die Entscheidungen verantwortlich sind. Also die politischen Entscheidungsträger zusammenbringen, kann man auch mit bilateralen Gesprächen machen, wie schon erwähnt. Also Artikel 6, da ging es um Kohlenstoffpreise und Kohlenstoffwirtschaft. Und wie kann man das im Rahmen der internationalen Kooperation machen? Und da müssen wir verstehen, welche Interessen gibt es, um also diesen Handel in Gang zu bringen. Es geht dann nicht nur um Abholzung. Also für mich macht es keinen Sinn, als ehemalige Außenministerin, also mich jetzt hier nur als Brasilianerin zu sagen, dass die Welt nur hier Geld investieren muss. Nein, Brasilien muss mehr machen in Bezug auf Abholzung, weil es ist eine echte Krise. Aber man muss auch verstehen, welche Herausforderungen es da gibt, damit Brasilien hier eine strategische Rolle spielen kann. Und da muss man natürlich sehen, dass man diesen Rückzug, also den Europa momentan hat in Brasilien, dass man diesen also nicht weiter ermöglichen soll. Und da müssen wir sehen, wie wir gemeinsame Interessen auf die Agenda setzen
und hier neue Führung brauchen zur Implementierung des Pariser Abkommens. Ich denke, da sind wir an einem wichtigen Punkt angelangt, wie wir Einfluss nehmen können im Rahmen dieser von Menschen verursachten, diesen Klimawandel. Und Manuel Rapoy, es hat ja einen interessanten Ansatz gegeben des französischen Präsidenten im letzten Jahr, als er die Probleme in Brasilien ansprach und die Probleme mit dem aktuellen Präsidenten. Also als er sich dagegen ausgesprochen hat, die geplante Handelsvereinbarung mit dem zwischen der EU und Mercosur zu vervollständigen, abzuschließen, das ist ja jetzt in Stocken geraten, spezifisch durch den Eingriff von Österreich. Und der französische Präsident hat das zu einem Problem erklärt. Und also diese Probleme in Brasilien und er hat da aufgerufen, diese Vereinbarung nicht abzuschließen. Also wenn ich das so sagen darf, er hat im Grunde genommen dazu aufgerufen, eine multilaterale Vereinbarung zur Förderung von Multilateralismus zu entgleisen sozusagen als Antwort auf, als Reaktion auf multilaterale Aktionen. Also wie können wir so etwas beeinflussen, wenn solche Akteure darauf aus sind, Multilateralismus zu schaden? Ja, genau. Deswegen hat Deutschland ja auch diese Allianz für Multilateralismus gewollt. Also ich habe die drei großen Herausforderungen aufgezählt für das multilaterale System. Ich denke, eine der Konsequenzen dieser drei Herausforderungen ist, dass es hier sehr viele Länder gibt, die das beobachten und sagen, ja, warum soll ich mich an dem Spiel beteiligen? Weil das ist sehr riskant. Also da erlege ich mir selbst Zwänge auf, die ich sonst nicht hätte. Da gibt es Kosten, die von anderen nicht getragen werden und dann gibt es auch dieses Dilemma mit dem Gefangenen. Also da kann ich weniger kooperativ sein und dann sitze ich lieber auf dem Zaun und beobachte, was passiert. Und die Allianz für Multilateralismus schafft eine gegensätzliche Dynamik. Man will ja weiter kooperieren. Ein großes Land, nicht nur ein Land, hat das Pariser Abkommen verlassen, aber die anderen sind ja noch da. Also daher ist es wichtig, dass wir uns nicht nur auf das Risiko oder die Risiken konzentrieren, diesen Dominoeffekt, der da entstehen könnte, und dann einfach fragen, ja, wie wird das Pariser Abkommen überleben oder nicht? Also viele haben das erwartet, diesen Dominoeffekt, das ist nicht passiert. Jetzt müssen wir weiter zusammenarbeiten, um das Ganze auch offen zu halten für die Zeit, wenn die USA hoffentlich zurückkehren werden. Also das ist ein Teil der Antwort. Die Allianz für Multilateralismus oder andere Initiativen, die sollen zeigen, dass es eine Dynamik gibt und dass es eine gute Idee ist nach wie vor. Das andere Problem ist ein bisschen komplexer. Also wir haben ja geglaubt als Europäer, dass gegenseitige Abhängigkeit gut sei für die Kooperation, dass es uns zwingen würde, zu kooperieren. Und wir sind jetzt in einer Welt, wo wir sehen, dass das nicht nur nicht passiert, also es gibt keinen mechanischen Effekt. Und wir sind jetzt seit einiger Zeit gegenseitig abhängig, aber im Gegenteil, da hat man einige Mächte, die gegenseitige Abhängigkeit als Mittel benutzen und das als Mittel
zum Zweck sozusagen. Und die wichtigste Frage für uns als Europäer oder Multilateralisten ist, welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Glauben wir, dass gegenseitige Abhängigkeit das Problem ist und dass wir mehr Nationalismus brauchen, mehr Souveränität, mehr einen geschlossenen Ansatz, abgeschlossenen Ansatz? Oder verstehen wir, dass es wirklich komplex und sehr zweideutig ist und das auch der Öffentlichkeit so vermittelt? Das ist wichtig, besonders in Demokratien. Und dass wir verstehen, dass wir gleichzeitig uns gegen Einflüsse der Abhängigkeiten schützen. Und dass wir verstehen, dass diese Abhängigkeit also nicht bedeutet, dass man sich verabschieden muss von der regelbasierten Welt. Nur ein Beispiel zum digitalen Bereich. Unser Minister war hier interessiert an digitaler Souveränität. Und es gibt da eine Reihe von Gründen dafür, warum es ein Problem gibt, wie man die Souveränität stärken kann und warum das nur auf europäischer Ebene geschehen kann, nicht auf nationaler Ebene. Aber das wird auch nur passieren, also wenn wir die Instrumente haben für die digitale Souveränität, aber auch wenn wir erfolgreich sind, eine offene, freie und sichere Führung zu schaffen dieser Probleme. Man kann nicht praktisch souverän sein, wenn man keine globale Ordnung hat, die diese Souveränität unterstützt. Das Problem dabei ist nicht die Souveränität als solche, sondern will man eine Welt von Souveränen, wo man ein Rattenrennen hat, also wer immer zuerst erfolgreich ist, oder will man Gleichheit unter Souveränen? Und das Einzige, was das garantieren kann, ist diese globale Ordnung einer freien, offenen und sicheren Welt, also eines Cyberspace. Und das können wir nur gemeinsam machen. Und das ist meine Antwort darauf. Ja, die gegenseitige Abhängigkeit als Waffe. Ich denke, Kanada hat da seine Erfahrung gemacht mit dem Problem in den letzten 3 Jahren, bei vielen Gelegenheiten. Die Herausforderungen hier sind einerseits, also Kanada war ja ein Land, das Multilateralismus verteidigen wollte, und andererseits musste es sich selbst verteidigen gegenüber Donald Trump. Und der ja diese Abhängigkeit anders genutzt hat. Also wie ist die kanadische Antwort darauf? Ja, da möchte ich nochmal zurückkommen auf den Punkt, warum sprechen wir über die Krise des Multilateralismus? Weil geht es um zonale Einflüsse, oder ich denke, wir haben jetzt hier sehr viele Fortschritte gemacht. Der Kalte Krieg war viel schlimmer als alles, was heute ist. Und wenn man über Ereignisse spricht in bestimmten Zonen, also, und wenn wir über die Krise des Multilateralismus sprechen, das ist falsch, meiner Meinung nach. Also natürlich haben wir Probleme und mit den USA, und das ist schwierig. 45% unseres Handels ist mit den USA, und es ist die längste Grenze in der Welt. Ohne irgendwelche militärischen Schutzvorrichtungen. Und das ist eine tolle Sache, das sollten wir feiern. Natürlich haben wir manchmal Probleme, aber wenn alle Länder also solche Beziehungen hätten, so friedliche Beziehungen und effektive wie Kanada und die USA, dann wäre es toll. Wir haben natürlich unsere Schwierigkeiten mit dem aktuellen Präsidenten, aber die vorherigen waren auch nicht immer einfach. Und dieser ist mehr ein Nationalist, ein Unilateralist, ein Isolationist als ein Vorgänger, und ist auch noch stolz darauf, unvorhersehbar zu sein. Und
Aber die USA sind da nicht nur ein Mann, es ist eine Zivilisation, es sind Gouverneure, der Kongress, es sind Wissenschaftler, Universitäten, die Medien, die Menschen. Und da haben wir eine wunderbare Welt. Und wenn es darum geht, die Amerikaner zu überzeugen, nicht Unilateralist zu sein, sondern umgekehrt. Also welches Land könnte das besser machen als Kanada? Und das auch manchmal mit Erfolg gegenüber Herrn Trump. Und ich denke, da sollte also Kanada der Nachfolger sein von Deutschland im Sicherheitsrat unter bestimmten Umständen. Ja. Also wir haben ja schon häufig die Allianz der Multilateralisten erwähnt und in Europa haben wir ja diese Allianz in der EU und das beschreibt ja perfekt diese Allianz und ja, wenn man sich die globale Bühne anschaut, wer wäre da der ideale Kandidat für so eine globale Allianz? Kanada natürlich, ist offensichtlich ein Land und Deutschland ist das in jüngster Zeit auch geworden, besonders im Kontext der Freihandelsabkommen. Japan wurde erwähnt. Also wenn Sie sich Ihr eigenes Land anschauen oder Lateinamerika, wer wäre da Kandidat zu diesem Zeitpunkt? Wer wäre bereit auch, und das so aufzunehmen, so eine Allianz? Ich denke, Lateinamerika ist eine wichtige Region, die Abkürzungen erzielen kann in Bezug auf gemeinsame Ziele, die Allianzen gerne angehen. Also Klimawandel. Brasilien hat 65% des Amazon-Beckens, andere Länder teilen das auch. Aber kann man jetzt anders umgehen mit diesen Herausforderungen und die Allianz zusammenbringen? Im brasilianischen Amazon leben 25 Millionen Leute, also nicht nur 2500. 25 Millionen Leute leben da, also 50% des nationalen Territoriums. Und Multilateralismus ist eine Voraussetzung für Lösungen, weil wenn wir zusammenspielen, dann können wir auch international agieren. Und mein Gefühl ist, dass diese Allianz, es gibt ja auch eine lange Tradition in der Region, ich denke, diese Allianz kann noch über diese Gleichgesinnten hinausgehen. Also man muss ja verstehen, welche Vision hier besteht, welche Ziele man teilen möchte und erreichen möchte. Also ich denke, wir sind eine Region mit den wichtigsten natürlichen Ressourcen wahrscheinlich. Dann haben wir Amazonien. Das ist natürlich eine globale Verantwortung. Und manchmal haben wir auch Souveränität als wichtiges Thema, das wie ein Geist immer wieder auftaucht. Also da müssen wir diese Themen diskutieren. Sicherheit, Souveränität in militärischer Hinsicht auch. Also es geht nicht nur um soziale Ungleichheit, aber also die am geringsten entwickelten Humanindikatoren sind im Amazonasbecken in Brasilien. Und in Amazonien ist eine isolierte Region. Die sind nicht verbunden mit im Internet. Man muss über die Flüsse dorthin gehen. Und das dauert manchmal 8 Stunden, eine Satellitenverbindung aufzubauen. Und wenn man die Hauptstadt verlässt, dann hat man keinen Zugang mehr. Also das ist ein anderer Teil von Brasilien. Also Brasilien hat hervorragende Verbindungen und normalerweise. Und da müssen wir sehen, welche Notwendigkeiten, welche Erfordernisse es da gibt, um diese Allianz zu stärken. Und
Jetzt haben wir natürlich ein Problem in Venezuela, aber in den letzten 100 Jahren oder länger waren die Grenzen immer friedlich. Also wie kann man hier eine neue Agenda auf einen neuen Ansatz schaffen für gemeinsame Interessen? Und selbst wenn es da heute Engpässe gibt. Was könnte Brasilien bewegen, diese Assets da reinzulegen? Ja, nicht der private Sektor. Was sind die Chancen der neuen Entwicklung, wie Sie schon erwähnt haben? Wir haben eine Grenze mit dem neuen Kommunismus. Ja? Was ist das denn? Wir haben eine neue Ära. Was sind denn die Einhörner in Amazonien? Können Sie sich vorstellen, ein Flug zur Überquerung von Amazonien, 6 Stunden dauert das. Sie haben verschiedene Kulturen, verschiedene Herausforderungen. Das heißt, um Multilateralismus zu adressieren, um Lösungen zu bringen, muss man alle Player um einen Tisch bringen und was die neuen und die alten Bedürfnisse sind. Und man muss sozusagen, natürlich, die Abholzung muss man in den Griff bekommen, aber man muss auch mehr machen. Was sind denn die Entwicklungsperspektiven für Amazonien? Wir haben illegale Abbau von Rohstoffen, man hat Drogenprobleme, man hat Verbrechensprobleme. Was macht man? Was ist in den 90er passiert? Da gab es ein entsprechendes Programm und da gab es dann internationale Kooperationen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine neue Narrative entwickelt, wie man den Umweltschutz da fördern kann. Wir haben nicht nur die Hotspots, wir haben unterschiedliche Initiativen mit ausgezeichneten Resultaten, basierend auf Initiativen der Zivilgesellschaft. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem mit der Demokratie, deswegen brauchen wir zusätzliche Kräfte dort rein, also mehrere Player. Wir brauchen nicht nur die Regierung dort, wir müssen verstehen, was ist die neuen Technologien, die neuen Generationen. Wir brauchen da einen Wandel und etwas Transformatives. Und Wende bedeutet nicht, dass man sozusagen Lösungen auf die lange Bank schiebt. Ja. Herr Rabnui, Sie haben erwähnt, die Schwierigkeiten, die Verletzlichkeiten hier, die Probleme, der gegenseitigen Abhängigkeit. Multilaterale Organisationen und multilaterale Aktivitäten sind natürlich vulnerabel gegenüber Personen, gegenüber Akteuren, die versuchen abzulenken, zu zerstören, die ihre eigene nationalistische Agenda vorantreiben wollen. Wie könnte eine Allianz im Multilateralismus aussehen, einschließlich der EU als multilaterale Organisation? Wie kann man da widerstandsfähiger werden? Und könnte man mit ähnlichen Politiken reagieren? Könnten Sie Realpolitik machen? Sind die überhaupt in der Lage dazu? Nun, was die Resilienz angeht, da würde ich sagen, die meisten Organisationen sind dann schon resilient. Die UN-Friedensmissionen haben Uganda überlebt. Hätte eine größere Krise werden können. Die gesamte Politik wäre in Gefahr gewesen. Aber es gibt jede Menge Dinge, wie man nach wie vor die Friedensmission der UN verbessern kann. Aber Fakt ist, nach vielen Krisen
Und weniger Aktivitäten hat sich die Friedensmission der UN bewiesen als etwas, das notwendig ist. Eine Reaktion, Konflikte in den Griff zu bekommen. Teil der Resilienz ist auch natürlich die Frage, wie man ein System modernisiert. Ein Ziel der Allianz für Multilateralismus ist ja, wie man multilaterale Aktivitäten und Initiativen, Koalitionen, Mehrheitskoalitionen entwickeln kann für neue Rollen, für neue Initiativen. Und es gibt diesen Fokus zum Beispiel auf Digitalfragen. Wurde ja auch erwähnt, früher schon. Wir brauchen ein Gesetz gegen den Krieg im Cyberspace. Wir haben ein italienisches schon. Wir brauchen nicht nur neue Regeln, sondern wir brauchen einen politischen, rechtlichen Konsens bezüglich dieser Gesetze, die es schon zum Krieg im Cyberspace gibt. Was ist nicht disproportionaler? Schaden bedeutet im Cyberspace, Schutz von Privatpersonen im Cyberspace. Teil davon ist auch Modernisierung des Systems und wie sie das machen. Und über den Multi-Stakeholder-Ansatz, der hilft, nicht nur in Situationen, wo es schwierig ist, mit Regierungen zusammenzuarbeiten und eher mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten und vorbereiten sozusagen bessere Tage. Und die Zivilgesellschaft kann vieles bedeuten. Kommunale Verwaltungen, NGOs, Stiftungen, Wissenschaftler mit Expertise, die wir brauchen. Und eine große Initiative, die schon früher erwähnt wurde, in Frankreich im November, ist das Pariser Friedensforum. Da geht es genau darum, wie baut man diese Multi-Stakeholder-Allianzen zur Verteidigung des Multilateralismus auf. Nicht als Plan B nur, es muss Teil von Plan A sein. Und da ist es wichtig, das zu unterstützen. Ich würde auch gerne Sie die gleiche Frage stellen. Wie können wir die Widerstandsfähigkeit multilateraler Organisationen fördern? Und dann auch die Frage, ist ein anderer Ansatz möglich, gegebenenfalls? Können multilaterale Organisationen Realpolitik machen? Ich habe ja die Definition von Außenminister Maas der Allianz für Multilateralismus. Ein Netz von Ländern, die zusammenkommen in flexiblen Formaten zur Adressierung von konkreten politischen Herausforderungen. Das ist ja willkommen. Wir würden das in Kanada stark unterstützen. Wir sind ja Teil dieser Bewegung seit Beginn. Aber es ist kein neuer Multilateralismus. Wir sollten nicht denken, dass das was Neues ist. Multilateralismus ist Zusammenarbeit zwischen Staaten auf der Basis internationaler Standards, kodifiziert im Völkerrecht und institutionalisiert in internationalen Organisationen. Und ja, wie schon gesagt, Manuel, haben wir jede Menge Instrumente, die es ja schon heute gibt und die wir heute nutzen sollten. Und wir sollten das unseren Bevölkerungen erklären und nicht sagen, oh, das ist eine Krise des Multilateralismus. Wir schulden dem Multilateralismus so viel. Im 1990 haben 40% der Weltbevölkerung haben weniger als $2 pro Tag verdient. Heute ist es weniger als 10%. Ich wünschte, es wäre 0%. Wir können das schaffen mit Multilateralität. Und die Krisen heute, mit dem Coronavirus zum Beispiel, haben wir jetzt eine Krise. 130 Menschen sind schon gestorben. Das ist eine Tragödie. Vor 100 Jahren hatten wir die spanische Grippe. Kam aus Spanien, aber war dann weltweit, hat zwischen 50 Millionen und 200 Millionen Menschen getötet. Zwischen 50 und 100 Millionen. Heute würde das bedeuten, 200 bis 400 Millionen Menschen, die innerhalb von 2 Jahren sterben würden, jetzt im Vergleich zu der damaligen Weltbevölkerung.
Und die Lebenserwartung ist um 12 Jahre gesunken innerhalb von 2 Jahren, damals mit der spanischen Grippe. Man hatte da nicht das Equipment und wir müssen dieses Equipment entwickeln und wir müssen realisieren, wie effektiv wir sind, wenn wir sie verwenden und ineffektiv, wenn wir sie nicht verwenden, diese internationalen Allianzen. Das haben wir in unserer Hand. Die Lebenserwartung zum Beispiel, 1950 war es 47 Jahre. Heute, weltweit, ist über 70 Jahre. Wir haben diesen Fortschritt gemacht, weil wir zusammengearbeitet haben. Das heißt, ich bin sehr optimistisch, was den Multilateralismus und was er leisten kann. Ja, jetzt möchte ich die Gelegenheit ergreifen und das Panel zu öffnen. Die Fragen aus dem Publikum sind jetzt erlaubt. Wenn Sie eine Frage haben, bitte. Zeigen Sie uns, machen Sie uns ein Handzeichen, dann kommen wir mit einem Mikrofon zu Ihnen. So, wenn Sie ein bisschen Zeit zum Denken brauchen, da ist schon eine Frage. Mein Name ist Adolf Lokelesch. I continue in English. My name is Adolf Klug. Ich möchte zurückzukommen zu dieser Terminologie von Multilateralismus. Wir müssen hier klar unterscheiden zwischen universellen internationalen Organisationen, wo eigentlich fast alle Länder dabei sind, und multilateralen Aktivitäten, die eine beschränkte Zahl von Ländern zusammenbringen. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass mit einer beschränkten Zahl von Ländern, dass diese nicht mehr willens sind, in breiteren Koalitionen Dinge zu machen. Aber wir sollten uns dahinter nicht verstecken. Denn in der bilateralen Kooperation kann auch viel gemacht werden. In kleineren Koalitionen kann auch viel gemacht werden. Zum Beispiel die Kooperation zwischen Europa und Brasilien. Wir haben da eine Kooperation, die schlecht ist für die Gesundheit und für die Nahrungslage und für die Umwelt in Deutschland und in Europa und in Brasilien. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Russland, die nicht ausgerichtet ist auf CO2-Neutralität. Wir haben keine Kooperation mit Australien zur Reduzierung der Kohlenwirtschaft. Das heißt, es gibt da jede Menge Möglichkeiten für bilaterale Aktivitäten, um die Muster internationaler Wirtschaft sozusagen zu ändern. Wer möchte? Ja, vielen Dank für diesen Kommentar, für diese Frage. Ich bin Umweltanalystin und ich bin auch nicht Teil einer politischen Partei. Mit der neuen Demokratie fing meine politische Karriere an in Brasilien und ich stimme zu, dass Diversität, dass Vielfältigkeit von Ideen und die Chancen durch deren Kombination auch Lösungen bringen kann. Bilaterale Beziehungen haben immer eine Rolle gespielt, zum Beispiel in Brasilien, zwischen Brasilien und Deutschland. Vor dem Pariser Abkommen gab es schon die Strategie, eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien oder zwischen Brasilien und China und auch zwischen Brasilien und den Vereinigten Staaten unter Obama und auch mit Kanzlerin Merkel, Mercosur. Als die Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien uns angeschaut haben, da waren alle Konzepte definiert. Interessant, wie wir diese bilateralen Fragen klären konnten, im gemeinsamen Interesse. Und wir können natürlich auch multilateral das machen. Nicht über diese Pariser Vereinbarung, sondern dass wir diese Strategien sozusagen kopieren. Wir müssen verstehen, was die gemeinsamen Interessen sind.
mit denen wir Multilateralismus vorantreiben können und mit dem Multilateralismus auch diese Probleme gelöst werden können. Bilaterale Zusammenarbeit bedeutet, dass man Lösungen bilateral lösen kann. Da braucht man dann entsprechende Arrangements. Multilateralismus bedeutet, dass wir die verschiedenen komplexen Anforderungen verstehen müssen und das ausbalancieren und will, dass wir da flexibler sein müssen bei der Entwicklung von Lösungen. Wenn Sie ein Land sind, die den Multilateralismus unterstreichen möchte, wie Brasilien das machte bis vor kurzem, und man versucht, die traditionelle bilaterale Zusammenarbeit nutzen für eine multilaterale nützliche Agenda in der Zukunft, dann ist es ein strategischer Ansatz, Schritt für Schritt, für die Entwicklung von Lösungen. Und wie man dann die Bedarfe klärt und wie man dann auf der internationalen Ebene entsprechende Outcomes definiert. Und das ermöglicht uns, die neuen internationalen Herausforderungen anzugehen, zum Beispiel im Bereich Handel oder Klimawandel. Alles, was wir heute diskutieren, einschließlich auch Landnutzung und so weiter. Soziale Anforderungen, Alterung, Migration, umweltbedingte Vertreibung. Das könnten wir multilateral adressieren. Für mich gibt es da keinen Widerspruch. Ich denke, wir können die Leute zusammenbringen. Aber die internationalen Institutionen müssen auch unterstützt werden. Wichtig für Länder wie meins, dass wir wissenschaftliche Basis auch haben, um zu beweisen, wenn wir diesen Wandel nicht bewirken, was dann das an Schaden mit sich bringt. Und wir müssen Probleme adressieren. Und da ist Wissenschaft ganz wichtig als Basis. Wir sind Teil dieses Planeten. Wir sind nicht auf einem anderen Planeten. Ich habe ja in den letzten 25 Jahren an dem Thema gearbeitet. Wir müssen verstehen, was die gemeinsamen Interessen sind. Und das fördern wir dann. Brasilien hat einen Energiemix. Erneuerbare, nicht erneuerbar. Brasilien hat jetzt entschieden, Kohle und Gas zu verwenden. Das ist ein Rückschritt, ja, weil wir hätten sehr gut mit erneuerbaren Energien weitermachen können. Wir müssen ja nicht wechseln auf andere Energieträger. Ich denke, wir können alles zusammenbringen. Wir brauchen einen innovativen Ansatz, einen Multi-Stakeholder. Wir brauchen Narrative, die Leute zu überzeugen. Denn in der Vergangenheit, die Glaubwürdigkeit, ja, 7 plus China zum Beispiel, dieses Format ist vorbei. Manuel Rabinoe hat Notizen gemacht. Er hat da sicherlich etwas hinzuzufügen. Ja, ein paar konkrete Beispiele. Ich bin Politikplaner. Ich bin ein französischer Diplomat. Was ich jetzt hier sage, reflektiert nicht unbedingt die französische Regierungsansicht. Aber es gibt flexible Formate, die sind sehr wichtig. Gründe, warum wir einen Deal hatten zwischen den E3 plus 3 und Iran hatten. Das war das reichste Format, hat gut funktioniert, wir haben einen Deal gehabt. Aber diese flexiblen Formate funktionieren besser, wenn sie auch noch unterstützt werden von internationalen Organisationen. Und es hätte keinen Deal mit Iran gegeben, hätte es nicht auch einen Sicherheitsratsbeschluss der UN gegeben, hätte, der das unterstützt hat. Jetzt haben wir diese Anstrengungen, einen Streitschlichtungsmechanismus außerhalb der WTO zu installieren. USA wollen das und deswegen ist die WTO jetzt derzeit blockiert. Aber man kann sozusagen auch Fortschritte machen mit wichtigen Playern und nicht nur den USA. Pariser Abkommen hat überlebt, trotz des Rückzugs der Vereinigten Staaten. Und man hätte auch keinen Deal gehabt,
wenn man nicht vor dem Deal diese Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und China gehabt hätte. Jetzt ist es für China schwieriger, rauszugehen. Man hätte China nicht im Deal gehabt, hätten die USA sich nicht vereinbart mit China vor dem Pariser Abkommen. Wenn man jetzt multilaterale Regeln für den Cyberspace bauen, dann können sie das auch ohne Russland, China, Russland, Israel, Iran und Nordkorea machen. Natürlich kann man das machen. Das Problem ist, dass diese die aktivsten Mächte im Cyberspace sind. Das würde bedeuten dann unilaterale Abrüstungen. Und einige sind nicht bereit für unilaterale Abrüstungen, ob das jetzt im Cyberspace ist oder woanders. Und was noch wichtiger ist, es gibt einen Grund, warum bilateral nicht ausreicht, ist nicht genug. Man hat diese Handelsvereinbarung zwischen USA und China. Warum ist das ein Problem? Weil das nur zwischen USA und China ist und all das problematische Verhalten Chinas woanders, in Subsahara, im Nahen Osten und sonst wo, nicht adressiert werden. Und wenn ich die Vereinigten Staaten wäre, würde ich denken, dass das gegen meine Interessen läuft, dass China weiter sich verhalten kann woanders, wie es will, und dass mein bilateraler Handelsdeal nur bilaterale Fragen adressiert hat. Das heißt, Grund, warum wir glauben, dass die USA falsch liegen, ihre Handelsregeln bilateral zu regeln, ist genau der Grund, warum wir nach wie vor Anstrengungen unternehmen müssen, zu verstehen, warum es Mehrwert für solche Multilateralität gibt. Und kleinere Formate können gut sein, aber sind nicht gut oder nicht ausreichend in Anbetracht der großen Herausforderung, vor denen wir stehen. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie hatten ja gesagt, regionale Gruppen von Ländern wollen nicht mehr für universale Ziele arbeiten. Meine Frage ist dann, wann gab es diese goldene Ära der universellen Vereinbarung weltweit? Das war doch sicherlich nicht im Kalten Krieg so. Heute wird der Kalte Krieg oder heute wird das beschrieben als eine Zeit der liberalen Ordnung. Es war eine blutige Konfrontation überall auf der Welt, in Afrika. Überall war das so damals. Und da wusste man als Entscheidungsträger nicht, ob man am Schluss einen Atomkrieg hätte am Ende. Da war die Angst. Und das war der Kalte Krieg. Das war doch keine goldene Ära. Und wollen Sie mir jetzt sagen, dass die 1990er besser sind als heute? Mit dem Jugoslawienkrieg? Mit dem Uganda-Genozid? Mit dem Krieg in Kongo, wo Millionen gestorben sind und was die Leute nicht geschert hat? Heute ist die Sache besser. Außer was die Umwelt angeht, bin ich optimistisch. Da bin ich nicht. Die Internationale Energieagentur hat gesagt, dass wir sie bis 2040 halbieren müssen. Und bis 2050 müssen wir es ganz abschalten. Kohle 40% der Stromerzeugung. Und wir haben Planungen für 500 Megawatt mehr Kohlekraftwerke. Mehr als die 6.000 Kohlekraftwerke, die jetzt schon bestehen. Da kann ich also, was die Umwelt angeht, nicht optimistisch sein. Aber was Frieden angeht, was Konfliktereduktion angeht, Verbesserung der Vermeidung von Pandemien, da haben wir, denke ich, gute Instrumente mittlerweile. Und China wird dafür kämpfen, das auch weiter zu unterstützen und wird auch weiter daran glauben. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Wir nehmen noch die beiden Fragen noch zusammen. Ja, mehrere Fragen nehmen wir zusammen und dann, ja, vielen Dank. Roger Fischer. Ich bin im Entwicklungsministerium.
Botschafter de Jong ist ein Optimist, das weiß ich schon. Deswegen geht meine Frage an die anderen beiden Panelisten. Ich würde Ihnen versuchen zu erklären, was ich gelernt habe, als ich Ihnen zugehört habe. Interdependenz wird bestehen, wird nicht weggehen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt begriffen, dass Akzeptanz für Disziplin brauchen wir, um diese Interdependenzen zu managen. Aber diese Disziplin ist nicht leicht in unseren Gesellschaften zu erzeugen. Herr Rapnui hat ja schon erwähnt, gut begründet, dass es hier Widerstände gibt gegen diese Disziplin. Also zwischen Interdependenz und Widerstand gegen Disziplin muss es jetzt irgendwo eine Lösung geben. Gibt es eine Zukunft, wo die Interdependenz nicht mehr besteht? Oder haben wir eine Zukunft, wo es mehr Akzeptanz für die Notwendigkeit von Disziplinen gibt? Da gab es eine weitere Frage. Nächste. Ja. Vielen Dank. Ich habe eine wichtige Frage. Sie kommen aus Kanada und sind Botschafter hier in Europa. So, die Frage kann man so stellen: Welche Auswirkungen werden haben diese Brexit auf kanadische Wirtschaft bzw. In andere Form? Und weil Kanada gehört, wie ich schon wusste, zu Commonwealth, genau wie Australien, New Zealand und so. Zweite Frage ist, in Kanada ist liberale Regierung, in Amerika ist konservative. Immer mehr engagiert sich Amerikaner in Schutz der Europäer, das heißt hauptsächlich für Polen und Pribaltika, das heißt diese Länder, die damals 45 Jahre unter der Herrschaft Kommunisten gelitten haben. Dieses immer mehr Engagement, hauptsächlich jetzt wurden die größten Manöver dort abgehalten, ist das gut, was die Amerikaner machen, oder wie beurteilen das? Und zweite Frage ist nicht an Sie, sondern auch Herr französische Außenministerium, Herr Emmanuel Lafont, ja. Und wissen Sie, immer mehr ist Polen von der EU beobachtet worden wegen Rechtlichkeit, ne? Gegen welchem Gesetz angeführt und so. Wissen Sie, ich habe viel gesehen, dass dort die Regierung seit Monaten geprügelt, aber richtig, die Demonstranten. In Polen habe ich das nie gesehen. Warum die EU spricht nicht über Franzosen, aber nur über Polen? Dankeschön. Dankeschön. Dann war hier noch eine Frage, die wir noch einsammeln. I'll make it very brief. What changed? Können Sie uns plötzlich bitte sagen, wie Sie heißen, Rosa? Guten Abend. Welche Änderung erwarten Sie von dieser Allianz zum Thema hier der Diskussion, die Sie haben? Was erwarten Sie als internationale Partner von Deutschland, als Gastgeber und Co-Gastgeber Deutschland und Frankreich? Was für einen Wandel erwarten wir von multilateraler Kooperation? Ist es das? Von dieser Allianz, von dieser konkreten Allianz, von der wir sprechen. Nicht von Multilateralismus als Konzept, sondern von dieser Allianz, die ja Initiativen auf den Weg bringen soll oder bringt. Was erwarten Sie da? Vielen Dank. Interdependenz, die Frage von Herrn Fischer, geht die in den Bach runter oder wird die in eine neue Phase übergehen? Nein, die wird nicht zusammenbrechen, diese Interdependenz. Wenn man, man hier Wirtschaft und Ökologie entkoppelt, zwischen China und Amerika war es passiert. Klimawandel ist ein gutes Beispiel für Interdependenz, Pandemien, Demografik, Biodiversität und so weiter. Das sind gute Beispiele für Interdependenz. Die wird es immer geben, diese Interdependenz. Da wird immer mehr gegenseitige Abhängigkeiten es geben.
Und wenn es das nicht mehr gibt, dann sind wir an einem Punkt von unserem wirtschafts- und politischen System, der sehr beunruhigend wäre. Die Frage ist halt eher die der Akzeptanz, nicht der Disziplin, sondern wie fördert man internationale Kooperationen? Wie versteht man, dass das selbstdisziplinierend ist und nicht Disziplin um der Disziplin willen? Häufig sagen die Leute, okay, da wird es eine Krise geben und dann werden wir keine Wahl mehr haben. Das ist im Wesentlichen passiert mit der SARS-Pandemie, die gezwungen hat, bestimmte Länder ihre Einstellung zu ändern, was auch die WHO geändert hat. Da wurde das Thema neu aufgestellt. Aber es gibt auch Krisen, auf die man nicht warten möchte, weil sonst ist es eventuell zu spät. Oder es würde zu schrecklich dann sein. Und deswegen habe ich zu dieser öffentlichen Einstellung mich rekurriert. Es gibt ein demokratisches Thema. Sie müssen die Leute davon überzeugen, dass das Richtige ist, was man da macht. Und nicht nur, dass es das Richtige ist, und auch, dass man nicht die kollektive Kontrolle der Zukunft abgibt. Wir müssen das, was mit dem Brexit passiert ist in der EU, ist illustriert genau, dass die Leute manche Sachen nicht verstehen. Die Leute wollen sozusagen einfach nur was gesagt bekommen, macht das so und dann springen sie. Und mit dieser demokratischen Problematik werden man, oder diesem Demokratieproblem muss man umgehen. Und es geht immer mehr um das Alltagsleben bei diesen multilateralen Fragen. Handel hat der Bruder noch Arbeit im Nachbarort oder nicht mehr? Klima, was passiert mit ihrem Onkel, der am Meer lebt? Oder Umweltverschmutzung, was passiert mit den Kindern? Das sind alles Themen, die wir multilateral behandeln. Das sind nicht nur Fragen von Krieg und Frieden oder komplexe diplomatische Fragen, die von den Leuten nicht als kritisch betrachtet werden. Das ist überall da, um uns herum. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht zu einer demokratischen Frage machen, dann werden wir die Probleme nicht gut lösen können, denke ich mal. Horti Schäder. Ja, ich stimme zu, was die gegenseitige Abhängigkeit angeht. Wir müssen diese neue politischen Raum nutzen, die Dinge zusammenzubringen, die adressiert werden müssen, wie Klimawandel zum Beispiel. Und wir brauchen auch neue Geschichten, damit die Leute zusammenkommen auf der Basis der Geschichten. Ja, die Vorteile und die Nachteile, die diskutieren wir immer noch. Und von zum Beispiel diese Vereinbarung zwischen China und den Vereinigten Staaten oder die, was sind das für Implikationen bilateral, multilateral, international auf Länder wie zum Beispiel Brasilien. Wir werden sehr abhängig sein von diesen disruptiven Technologien, die kommen werden. Und künstliche Intelligenz, Internet of Things, das Internet der Dinge. Und wir müssen da schauen, wie wir da Lösungen hinkriegen, wie wir die Gesellschaften zusammenkriegen. Und ich hoffe, dass diese Allianz es ermöglicht, diese Dinge sozusagen zusammenzuschauen und Lösungen zu entwickeln. Man muss die Diversität der Player verstehen. Man braucht ein gemeinsames Verständnis der Probleme, aber man muss auch die Möglichkeit erlauben, unterschiedliche Lösungen sich entwickeln zu lassen. Das ist nicht leicht. Gut, vielleicht ist es in Brasilien jetzt einfacher. Wir werden um die 250 Millionen sein, aber in Indien über 1,5 Milliarden, China, afrikanische Länder.
Die haben ökologische, wirtschaftliche Ungleichheiten. Wir reden von Lifestyle und von dem Recht des Zugangs zu Wasser. Und wie kann man da das effizient nutzen? Wir müssen die Leute überzeugen, dass wir mehr machen können. Und wir brauchen einen neuen politischen Raum für die Debatte. Nicht nur, was jetzt Finanzflüsse angeht, was die Leute gerne diskutieren. Nein, wie können wir Lösungen bringen für die Realitäten, vor denen wir heute stehen? Und ich bin überzeugt, vielleicht kann der Kollege aus Kanada das noch ein bisschen ausführen. Die Allianz geht nicht Multilateralismus. Was die G7 plus China und so weiter oder sowas oder die Umbrella-Gruppe angeht. Wir müssen die Dynamik verstehen der Verhandlungen und wie wir diese ganzen Leute in neuen Arrangements zusammen, um Paris zu implementieren, um diese Streit der Vergangenheit zu überwinden. Ja. Das müsste man jetzt auch nicht fortführen, diesen Streit, was die Implementierung angeht. Es jetzt geht jetzt nicht mehr ums Reden, es geht jetzt um Handeln. Wir brauchen ein Regiment für Aktionen. Geld brauchen wir auch. Und auch Vertrauensaufbau. Vor 10 Jahren war ja nicht die Wirtschaft zusammengebrochen und dann waren plötzlich die Gesellschaften am Drücker. Also wir müssen neue Wege finden, um zu zeigen, wie wir zusammenarbeiten können, und wir wollen ja nicht die anderen Akteure ersetzen, wir wollen die zusammenbringen. Also ich bin überzeugt, dass wir das machen können. Und wenn wir ein neues Spiel beginnen, aber das müssen wir auch mit neuen Spielern machen, also genauso wie die USA jetzt nicht mehr dazugehören und die werden sonst nur Gegenspieler sein. Also das macht auch keinen Sinn. Also man muss da einen pragmatischen Ansatz finden für diese Lösungen, um der Gesellschaft auch klarzumachen, wo sind hier die Engpässe, wo sind die Barrieren, die wir überwinden müssen. Und wir wollen ja nicht in die falsche Richtung gehen, weil die Zivilgesellschaft, die globale Gesellschaft sagt, wir unterstützen das nicht länger. In another side of the coin that used to go against you. Also wir müssen natürlich auch prüfen, dass das geschieht. Für uns in Brasilien ist es sehr wichtig. Wir müssen den Amazonas und die Demokratie bewahren. Ja, Sie haben eine Frage gestellt. Wie die neue Allianz nützlich sein könnte. Kanada glaubt daran, also so wie das beschrieben wurde, als ein Netzwerk von Staaten, die zusammenarbeiten an konkreten Problemen und Lösungen finden. Also ich denke, da gibt es zwei Einstellungen. Einmal, wir haben enorme Probleme und das heißt, also es ist ein Beweis dafür, dass Multilateralismus nicht funktioniert. Ich denke, das ist ein Fehler. Wir haben große Probleme, daher müssen wir uns um multinationale Institutionen kümmern, mit ihnen zusammenzuarbeiten und das Ganze auch verbessern. Also, was Brexit und Kanada angeht, ja, also Kanada will natürlich befreundet bleiben mit Großbritannien als auch mit der EU. Wir haben eine internationale Freihandelsabkommen mit der EU und die Großbritannien gehört ja noch dazu in diesem Jahr. Und wir hoffen, dass die Tatsache, dass die Großbritannien nicht mehr zu Großbritannien, zu der EU gehört, Entschuldigung, dass es trotzdem eine starke Allianz für uns mit Großbritannien ermöglicht. Aber solange das auch keine Duplizierung sein wird der NATO, wir wollen ja weiterhin dort auch eng zusammenarbeiten, ist es eine gute Idee. Da möchte ich ein weiteres Beispiel hinzufügen.
über die Tatsache, dass Multilateralismus nicht der Schuldige ist, sozusagen. Wir haben ein Problem mit Klimawandel. Aber wissen Sie, dass wir als Menschheit 3,5-mal mehr ausgeben für Militärausgaben, also als alles, was wir für Klimawandel, also die Verhinderung des Klimawandels ausgeben, grünen Transport, Landnutzung, was auch immer. Wir geben viel mehr für Militär aus als Klimawandel. Das ist nicht wegen Multilateralismus, sondern weil wir die falschen Prioritäten haben. Und das müssen wir ändern. Very much. Vielen Dank. Ich denke, wir sind jetzt zur Schlussfolgerung gekommen. Und wenn ich mir die unterschiedlichen Themen anschaue, die wir besprochen haben unter dem Dach des Multilateralismus, ich denke, da haben wir die Herausforderungen erörtert, denen Multilateralismus gegenübersteht. Dann auch Bilateralismus, Multilateralismus, wo konkurrieren die, wo können sie kooperieren. Und dann möchte ich noch eine Antwort hinzufügen auf Ihre Frage in Bezug auf die Allianz des Multilateralismus. Und was können die bewirken? Welche Veränderungen können sie bewirken, als Donald Trump gewählt wurde und Brexit beschlossen wurde? 2016, da hatten wir einen starken Sinn oder ein starkes Gefühl des Pessimismus in Europa. Und ich denke, wie die Welt und die Zukunft aussehen wird, da geht es auch ganz stark um Vorhersagen und Geschichten, Narrative. Und ich denke, die Allianz für Multilateralismus, wie sie in diesem Format sich zusammenschließt, das wird eine starke Botschaft senden, dass Multilateralismus hier ist, um zu bleiben. Und ich denke, das ist sehr gut. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Fragen. Und Dank auch an Isabella Teixeira, Manuel Rafondrap-Nui und Stefan Dion für ihre hervorragenden Beiträge. Vielen Dank. Thanks a lot.